Wir sind frustriert. Wir haben den Raid-Boss nicht geschafft. Ich glaube, wir müssen erstmal aufräumen hier. Und den ganzen Gesocks hier. So. Zack. Die Gruppe ist hin. So. Ich tippe einfach darauf, dass das alles 60er waren und dass wir deswegen abgelöst haben. So. Nicht, weil wir so schlecht waren. Es war schließlich ein Weltboss. Was soll man hier eigentlich? Hier ist doch, hier passt doch. Das ist wieder nur durchsuchen. Ach so. Das heißt eigentlich nur Ameisen töten. Genau. Flamme an! Kommt denn da von hinten? Sterbt doch einfach mal alle. Mord und Totschlag. So, das heißt, die Ameisenkönigin wird wohl im letzten Raum sitzen, oder? Ja, die ist im letzten Raum. Hat sie einen, hat sie einen Eiersack? Oh, ein Boss. Komm, wir den Boss nehmen wir auch noch mit. Na, schon wieder falsch im Knopf gedrückt. Ich hab das Tor geöffnet. Hast du gut gemacht. Iiii, pull die doch mal alle auf einen Haufen hier. Sieht ja furchtbar aus. Juhu! Aua! Ich sehe so überhaupt nichts, wenn der Wolf hier auch noch mit seinem Dings rummelt, der rennt den Hops rum und keine Ahnung, was hier überall abgeht. Ja, gehen's nur ist ja so. Ja, du meinst in der Unübersichtlichkeit. Ja. So, bloß weg hier. Immerhin, ich bin nicht hin. Immerhin, ich bin nicht hin. So, jetzt kriegt die Ameisenbüssen auf die Haselnuss. Ich da nicht, warum geht denn das nicht? Ach so, weil jemand anders da. Gib's ihr Redbeard, hat's verdient. Ja. Aber sowas von. Ach, da kommt. Das ist ja keine Ameisen. Das ist eine Biene oder eine Wespe. Ich hab Angst. Warum? Bist du allergisch? Nee, aber den mag ich nicht. Ach Gott, da kommen ja lauter Ads jetzt auch noch. Naja, erstmal Türme aufstellen. So. Dann kriegst du das hier. Hoppala, das hier. Wo ist sie hin? Da. Pritz, Pratz, Brutz. Weißt du was, Wolfi? Ich bin mal ein Geschützturm. Geschützturm! Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Sie ist da. Abgessen. Sie ist weg. Laut, laut, laut. Treff ich die? Glaube nicht. Irgendwas nagt hier an mir. Ignorier das mal. Schon wieder sehe ich nichts. Da ist er. Feuer! Mann! Geh doch nicht immer aus dem Weg, du blödes Vieh. Kommen raus, die Küter. Wer kommt raus? Die Ungeheuer. Was hört sie jetzt versteckt? Das ist halt hinterhältig. Ich warte nicht. Na, entscheide sie sich bitte mal, wo sie hingeht.
Ja, gewonnen. So, was kriegen wir dafür? Ein, keine Ahnung. Und ein, auch keine Ahnung. Eine doofe Hose. Was habe ich denn da hingekriegt? Ach, das sind hässliche Schulterblätter. Okay. So, das war's hier. Das war's hier, ja. Hier gibt's noch ein, zwei Räume, wo ich noch nicht drin war, aber... Na, dann würde ich sagen, haben wir noch eine weitere Instanz. Kommt er da auch mit? Jo. Aber ich muss hier sowieso rein. Ich muss jetzt auf jeden Fall mich mal reparieren. Wie mache ich das am besten? Mit dem Lied von Heim und Herd, oder? Ja. Ich hab doch... Ja, eine Möglichkeit, ja. So. Was ist denn jetzt los? Die Gruppe hat in... Hä? Ich hab das doch gerade gespielt. Warum bin ich nicht rausgegangen? Ich spiele die Flucht. Da steht immer, du kannst keine... Ja, ich spiele auch das Lied. Kannst du vom Dungeon aus nicht... Doch vom Dungeon aus kannst du dich nicht teleportieren. Richtig. Zur Festung. Ja, ich kann in meine Festung nicht rein. Schrottebene. Naja, dann ist ganz einfach, dann müssen wir das alleine probieren. Wir müssen den Raid-Boss alleine machen. Das klappt ja auch nicht. Weil man da nicht vor dem Endrage... Weil man steht geblockt. Weil man da nicht vor dem Endrage tot kriegen, fürchte ich. So, jetzt gehe ich erstmal reparieren in meiner Festung und dann komme ich zurück. So, wo ist der? Da unten ist der, der Schmied. Wenigstens hat sie diesmal nicht gesagt. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. So, wer bist du? Alles. Kann man das irgendwo abschalten, dieses Gelaber von der? Keine Ahnung, ob man das abschalten kann. Eine gute Nachricht ist, aber ich habe fast alle Berufe auf 10 oder höher, außer Angeln. So, warte mal, ich wollte noch was verkaufen. Kann man denn hier was verkaufen? Da auch nicht. Ach, das wird auch ohne gehen. So, weiter geht es. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du damit kannst, Wolfi. Kann sein, dass wir dich da... So, ja, weiß auch nicht. Und zwar, wo muss ich denn da eine Quest abgeben? Ja, Präparatur. Ah, da. Ja, reparieren wäre vorher gar nicht mal schlecht. Präparatur. Aha, die ist glücklich, dass ich die Ameisen getötet habe. Erforderliche Gegenstand, Stufe 380. Bei was? Bei dem Raid-Boss eben gerade. Ja, haben wir doch fast. Ich habe 236. Das erklärt vielleicht, warum wir sofort tot umgefallen sind. Gut. Da ist noch ein Raid-Boss mit 380, 380, 540. Sag mal, zwei Stück. Gibt es auch einen in zwei Stück mit 880. Gibt es auch einen in unserem Bereich, so bei 234 oder so? Hier sind welche mit 250. Ja, das ist, haben wir immer noch nicht. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen übernommen. Aber naja, gut, wir haben ihn zumindest mal gesehen. Ja? Wir wissen, wo er sich theoretisch aufhält. So, warte mal. Ewig drauf eingeschlagen. Wo war denn jetzt die... Ach, da ist die Insel. Also, Wolfi, warst du schon im Gebiet Nebelhorn? Ich glaube nicht. Okay, kann sein, dass du dann nicht mit rein kannst. Ich starte einfach mal die Einladung. Wobei, wenn du gar nicht in dem Gebiet bist, wird es nicht gehen. Flieg mal da
vor Nebelhorn gehe ich mal hin und dann gehe ich durch das. Durch den Eingang. Mach mal. Rettet ihr das schon? Ja, aber das haben wir doch schon mal ausprobiert. Wenn er die Quest dafür nicht hat, kommt er da nicht rein. Naja, wir können es ja mal probieren. Wenn nicht, mach man halt zu zweit. Ich bin ein hübscher Dandy. Gut, wir haben also circa 150 Item-Level zu wenig gehabt, um den Raid-Boss mit anzugehen. Mein Gott, dafür haben wir uns aber dann doch tapfer geschlagen. Mutig waren wir, mutig. Ja, lebensmüde mutig. Ich habe 23 Phönixfedern verloren. Warte mal, ich guck nochmal nach, wie viel habe ich denn noch? Phönixfedern, ich habe 125. Ich bin bei 115. Sag mal, das hier ist ein Chaos-Dungeon. Kann das sein, dass das eine andere Art Dungeon ist? Das ist eine andere Art Dungeon, ja. Okay, waren wir in sowas schon mal drin? Ich weiß es gerade nicht. Kann das sein, dass nein? Naja, wir kannst dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen, ne. Mehr als unser Erfolg beim Raid-Boss kann es auch nicht werden. Tja, besser lau. Item Level 225, 9 unter uns. Naja, müsste gehen. Ein unterirdisches Labor mit gewaltigem Magiestein, die ganze Region... okay. Jetzt haben wir wieder das alte Problem. Lasst uns rein. Was gibt's denn hier als Belohnung? Handschuhe. Noch mehr Handschuhe. Eigentlich nichts, was ich haben will. Mal gucken, ich bin gleich da. Mit dem Pferd. Und den Hasenpferd. Rettung abgeschlossen. Dafür ist die, das ist die Voraussetzung. Redbeard, möchtest du mal? Ich mach dich mal zum Gruppenanführer, ja? Ja. Warte mal, wie ging das mit Steuerung? Ja. Moment. Wo ist denn der Anführerrolle? So. Redbeard, mach mal die Anführerrolle. Ah, Rettung nicht abgeschlossen, das kann ich noch gar nicht. Ja, okay. Dann kannst du im Prinzip. Dann. Danke, Wolfi, und wir gehen gerne wieder mit dir rein. Ja, viel Spaß! Danke. Na, aktiviere dich wieder, du Blöde. Herz. Das hier ist es, das Herz von Skeptrum. Beschütze das Herz von Skeptrum. Flieg, mein Pferd. Es hat Federn. Und es kann Haier machen. Und austreten kann es auch. Also bei mir kam die Anfrage betreten. Bei mir auch. Weil das Portal sieht anders aus, ja? Also das, deswegen dachte ich, vielleicht sind wir hier in einem neuen. So, zumindest ist was passiert. Der Bildschirm ist blau geworden und dann weg. Also die Markierungen sind blau geworden und dann weg. Aber ich kann dir auch sagen, ich habe bei den... Oh, wir sind drinnen. Ich habe bei den Leuten, bei den Mitspielern da, bei dem Raid-Boss, keinen einzigen Artilleristen gesehen. Nee, ich war auch der einzige Gunlancer. So. Kannst du mich hören? Ja. Den Göttern sei Dank. Sascha ist mit Verstärkung eingetroffen. Aha. Triff sie am Eingang. Wer ist Sascha? Sascha? Das ist doch mal cyberpunkig hier, oder? Was zum... Das packt da überall metallene Schädel dran und du hast Warhammer. Wir sind in Warhammer. Nicht verlieren. So, was soll... Hier sind wir, was ist denn jetzt passiert? Wir werden die Potenz. Ich hab die Frau da angeklickt. Achso. Geht ihr vor, während ich einen großen Läufer finde. Einen was? Und einen großen Läufer. Dummes anzustellen. Klingt, als würden wir jetzt in Star Wars landen gleich. Oder wie gesagt, Warhammer. Gibt's da große Läufer? Bin immer noch. Da gibt's große Läufer, ja.
Nennt sich Titanen. Ah ja, okay. Aber bis jetzt haben wir noch keine Gegner gesehen. Kann nicht so schlimm sein. Wahrscheinlich gibt es nur einen, der ist fünf Stockwerke hoch. Hast du dir mal die Dungeon-Karte angeguckt? Nee, wieso? Ist die groß? Muss man machen. Die ist sehr schlauchig. Ah, okay. Naja, wenigstens kann man es da nicht verlaufen. Es scheint auch ein zweites Stockwerk zu geben. Also so wie das hier alles auseinanderfällt, würde ich sagen, oh, da hast du Läufer. Bratzel. Das sind einige. Hinter uns ist noch irgendwas. Deckung. Was macht denn das Ding da? Das ist ein MK4, der Pferd. Okay, hat was. Ich mag die MK3 Modelle ja lieber. Gibt's die auch oder veräppelst du mich jetzt? Ich veräppel dich gerade. Flammen! Bratzel, Brutzel! Dadurch, dass das aber so schlauchig ist, kriegst du die sehr gut unter Kontrolle, finde ich. Hier noch mal kurz gucken. Ja, es sieht wirklich sehr. Je mehr du sagst, es sieht wirklich sehr warhammerig aus. Hier auch dieses ja, Symbol hier. Mach das blaue Kristall hier unten weg, pack da einen Schädel drauf, denn das hast du Warhammer. Ja. Lass uns die Ketzer und die. Ach du Ahnung, da ist der erste Ketzer. Redbeard, tank ihn! Wer ist das? Sascha. Hallo, Sascha. Ich will auch so ein Ding. Soll ein Kampf-Mech sein? Warum haben wir sowas nicht? Ich glaube, sie hat ihn kaputt gemacht. Schön, dass du noch in einem Stück bist. Warum macht sie die Insel nicht alleine? Unter dem Labor. Da habe ich mich auch gerade gefragt. Du findest den Eindringling. Und wo geht sie jetzt hin? Ich habe gerade nicht zugehört. Aber wir sollen den Eindringling kaputt machen. Kriegen wir hin. Während sie wahrscheinlich unwichtige Dinge tut. Nee, die kommt dann wieder am Ende. Kurz bevor er nur noch einen Pixel hat, kommt sie an und macht den Rest. Wie Sirene, wie Armel, wie alle. Wie jeder hier. Wie eigentlich alle. Sag mal, wo fahren wir hin? Sehr episch, möchte ich mal sagen. Ja, okay, ist Hammer. Warhammer. Ist irgend so eine Fabrikplanet. Irgend so ein Fabrikplanet hier. Quest abgeschlossen. Welche Quest habe ich denn abgeschlossen? Einbruch in Sektor 1. Okay. Was ist das? Das war ein Feind. Ist das. Weiß nicht, was das ist. Sind das Feinde? Bin ich sicher. Das sind Feinde, ja. Flamme an! Laser an! Bratz, bratz, bratz! Granate an! Schön, dass sie alle auf einem Fleck stehen. Dann kann man die wunderbar zusammenschießen. Ne, für den. Noch mal eben kurz was umstellen. Also ich muss sagen, mit einem Tank bin ich wesentlich effizienter, anstatt wenn mich die Viecher direkt durchkauen. Ich habe eine neue Klamotte gekriegt. Ist da was, Redbeard? Ja, so minimal. Mord und Totschlag. Sehr schön. Hier, das ist auch hier sehr, sehr, ne? Also.
Das Ding lädt sich auf. Das, was ist das? Bratz, 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 bratz. So. Ich finde das immer sehr frustrierend, wenn meine Artilleriegranaten, die ich hochschieße, runterkommen, wenn... Ah! Redbeard! Wo müssen wir hin? Erstmal will ich aus diesen komischen Pfeilen raus, wenn es geht. Redbeard, hier ist ein Panzer. Ich sehe nichts. Keine Ahnung, was das ist. So. Lebt es noch? Ja. Wenn wir mal hier gucken, hier konnte ich irgendwas durchsuchen. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich warte mal vorsichtshalber hier. Was habe ich denn da für eine neue... Eine Zutat für eine lokale Spezialität. Oh, ich komme auch mal. Moment. Ich werde so drauf gehen hierbei. Wo muss ich denn da hin, Redbeard? Hier? Zu mir, ja. Krieg das nicht... Ich lasse hier auch mal ein paar. Ist das blöd? Ich weiß gar nicht, was ich da eingesammelt habe, aber es war bestimmt wichtig. Es waren Rezepte. Rezepte. Da ist der Onkel Donald. Ist deiner Redbeard. Hol ihn dir. Was will der von mir? Nur mal so aus Interesse. Das ist ja gar kein Boss. Ich hab den für einen Boss gehalten. Nö, das ist nur ein Checker-Gegner. Flammenwerfer auf Roboter zu schießen ist irgendwie sinnlos, oder? Diesen Spiel machen die bestimmt auch Schaden, ja. Stirb schon. Nee, da weigere ich mich jetzt doch. Jetzt ist er tot. Drück das Knöpfchen, Redbeard. Wolfi, hier drin hättest du deinen Spaß. Da komme ich auch nochmal mit drin in das Ding hier. Wolfi ist vor lauter Begeisterung tot umgefallen. War Wolfi überhaupt noch drin? Ich schau jetzt kurz. Also. So, jetzt kommt doch hier gleich irgendwas. Naja, natürlich. Erstmal zusammenpullen. So. Türmchen aufstellen. Na, Granate. Ich würde sagen, das war effektiv. So. Ah, super, ich hab die nächsten gepult. Hilfe! Ich glaube, das war's, oder? Ja. Das dürfte es gewesen sein. Ah, hier sind noch welche. Noch welche was? Feinde. Tch,
Der Laser hat irgendwie einen Rückstoß. Ich komme ja gar nicht rüber. Ich dachte, ich komme nur rüber. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. So, jetzt haben wir hier die 1. Steuerpult für Maschinenraum. Also, okay. Guck mal, ich habe ein Skriptor gefunden. Hörst du mich? Die Lage am Eingang ist geklärt, aber unser großer Läufer ist halb zerstört. Ist da noch was? Ich helfe hier ist noch was, ja. Feinde. Ich habe gehofft, hier wäre irgendwie ein Samen oder sowas. Ich rette dich, Redbeard. Super daneben. Statt dem Laser, ich könnte ihn auch breiter machen oder stattdessen Raketensalven. Das ist die Frage, was davon sinnvoller ist. Du kannst den Laser breiter machen? Ja. Ich weiß, das ist physikalisch, aber in dem Spiel geht's. Warte mal, soll ich mal machen? Warte mal, bei Spielen denke ich ehrlich gesagt nicht an Physik. Warte mal kurz, ich mach mal den Laser ein Stück breiter. Warte mal. Wo ist denn der? Raketen. Witzigerweise war der Laser vorher ein Raketenwerfer. Breite bei Riesenrakete. Okay, machen wir mal. So, ich habe mal die Breite erhöht von dem Laser. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, noch ein Stück haben wir noch vor uns. Au. Die Eindringlinge haben das Sicherheitssystem aktiviert. Du musst auf einem Hoverboard weiter. Auf einem was? Ein Hoverboard. Yay! Hoverboards! Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, Redbeard. Also mir gefällt es nicht. Aber die Musik hat sich interessant verändert. Bist du bereit, Redbeard? Sehr geil! Hui! Ah, Redbeard, das sind Laser. Das sind Dinge. Au, au, ich sag jetzt schon mal au. Au, au, au. Noch hat mich nicht getroffen, aber au. Einer hat mich getroffen. Redbeard, was ist denn das hier? Bist du noch hinter mir, irgendwo? Ja, ich bin irgendwo gerade hinter dem Laser stecken geblieben. Du. Schön ist nicht. La 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 la. Wow. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Eigentlich kannst du so durchfahren. Ja. Du sehr viel Schaden machen die Dinger nicht. Du wirst in Kürze zum nächsten Punkt gebracht. Was soll das heißen? Ich glaube, es hätte gereicht, wenn einer von uns durchgekommen wäre. Kann sein. Warum zeigt der Weg jetzt nochmal zurück? Weil sich jetzt die Sicherheitssysteme ausschalten. Weil wir jetzt durch sind, oder wie? Mhm. Das ist ja toll. Komm, wir springen mal hier in den Elektro-Dingsbums rein. Juhu! Warum ist die Musik so dramatisch? Rennst du da gerade rum, Redbeard? Ich war ein Stück hinter dir. Also. Ich will meinen breiten Laser ausprobieren. Warte mal, was ist denn hier so? Eine verschlossene Tür. Moment, ich mache sie, glaube ich, gerade auf. Warte mal, ich muss ja auch hier. Hier ist nämlich noch ein Rad bei mir. Was? War das gut? Ich bin mir nicht sicher, Redbeard.
Okay. Dann, ich glaube, das war keine gute Idee. Ich weiß nicht, was das ist. Ich stelle erstmal einen Laser auf, so. Und jetzt sammeln wir mal ein bisschen das Kropzig ein und ballern mal mit unserem neuen breiten Laser. Der ist aber auch nicht breit, oder? Oh Gott, voll in die Dings reingerannt. Super. So. Aua. Red Betty will irgendwas von mir. Wo ist denn das ein breiterer Laser? Na gut, ehrlich gesagt, viel konnte sie ja nicht, ne? Noch ist sie nicht tot. Aber jetzt. Jetzt ist sie tot. So, immerhin gibt eine neue Hose. Und ich kann ja sagen, meinen breiten Laser, den machen wir gleich sofort wieder zu, warte mal, zu einem Brandlaser, so. Gab's da hinten noch irgendwas? Nö, ich hab nichts gesehen.